Guten Morgen, Leute. Mit diesem kleinen Zander möchte ich euch begrüßen zu diesem kleinen Spinnfisch-Video. Ich habe heute mal eine andere Bruna ausgesucht und habe jetzt ein paar Würfe hier gemacht, weil meine Bruna war besetzt, an der ich in den letzten drei Videos war. Ja, mal einen anderen Gummifisch drauf gemacht, weil wir ziemlich trübes Wetter haben. Ja, direkt einen kleinen Zander gefangen. So, und jetzt geht's weiter. Wir gar nicht lange quatschen und dann schauen wir mal, was noch geht. So Leute, drei Würfe später und jetzt habe ich echt einen besseren Zander drauf. Liegt auf jeden Fall gutes Zeug. Ganz weit draußen gebissen an der Strömungskante. Ja, der ist gut. Richtiges Tock gemacht. Ja, muss ich mal eben kechern. Moment. Ja, schaut mal her. Einer der besten Zander, die ich bis jetzt in meinen Spinnfischtouren gefangen habe in letzter Zeit. Ja, dann werde ich jetzt mal vom Haken befreien. So, wunderschönes Tier. Ja, und weiter geht's. So, da schauen wir mal, ob es noch mal funktioniert. Also ich bin heute Morgen hier hin und da waren schon drei Angler an der Bühne, wo ich letzten dreimal war. Ja, viele haben das erkannt, die Stelle, aber die ist auch so recht bekannt, die Stelle, und haben dann auch mal ihr Glück versucht. Ich bin eine Bühne weiter, kleine Hafeneinfahrt, da fische ich aber nicht, sondern ich fische wie letztes Mal genau an der Strömungskante und da kamen auch jetzt die Bisse. Der letzte Biss war richtig heftig, den richtig so bang, richtig reingehauen. Und überall auf jeder Bude, die ich hier sehen kann, sind Spinnangler. Ja. Dieses trübe Wetter, dieses bewölkte Wetter muss natürlich ausgenutzt werden. Und dann gehen natürlich viele auf Zander, ist ganz klar. Ja, zwei Zander innerhalb von einer halben Stunde vielleicht, wenn überhaupt. Kann sich doch schon sehen lassen, das Ergebnis. Und der eine war jetzt gerade auch um so um die 55, 60 cm, aber kein schlechter. Und damit kann man echt schon zufrieden sein. Ich bin jetzt gerade so eine Hafeneinfahrt. Ich mache mir jetzt noch einen kleinen Wobbler drauf, was hier ziemlich flach ist. Ich werde hier mal ein bisschen was abwerfen. In der Hoffnung, dass da noch ein Barsch beißt oder so. Ja, und wenn es dann nicht funktioniert,
war es das. Gummifisch weg, Wobbler drauf. Und dann schauen wir mal, ob hier noch was geht. So Leute, das war's. Meine Zeit ist vorbei. Die Beißzeit ist eher gesagt vorbei. Meine Zeit, also ich hätte noch ein bisschen Zeit. Und jetzt geht's nach Hause. Sachen packen fürs Karpfenangeln. Das Video, was ich da morgen drehen werde, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon, oder einige von euch jetzt schon gesehen haben. Dieses Raubfischvideo kommt danach raus. Ja. Zwei Zander gefangen, diesmal ein besserer dabei, so um die 60 cm. Gut gelaufen, würde ich sagen. Wieder mal nicht geblenkt. Also viermal Spinnangeln gewesen jetzt in letzter Zeit. Und immer habe ich irgendwas gefangen. Beim ersten Mal nur Welse und danach immer Zander. Ja, kann man echt zufrieden mit sein. Das ist am Rhein, wo es normalerweise jetzt in letzter Zeit immer schlechter lief. Gut, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, geht raus ins Wasser, haut was raus. Und ich drücke euch wie immer die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.